Don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Oh, baby, you can take everything. It don't mean a thing. Anything to me. Don't give me that. But don't control my rock and roll. No, no. Shut your head. Hey, baby, don't give me that. Zentrale für Dörte 1, bitte kommen. Zentrale hört. Sind jetzt fertig und in 5 Minuten bei euch. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nein, es ist alles ruhig. UFOs? Sag mal, Lars, hast du was geraucht? Na Lars, was gibt's Neues? Bandenkrieg im Hühnerstall oder haben sich wieder mal ein paar Schafe über sexuelle Belästigungen beschwert? Lies das mal. Nö. Bericht über besondere Vorkommnisse in alten Krempe und Umgebung, Klammer auf, Kalenderwoche 26 bis 28, Klammer zu. Bewohner der umliegenden Gemeinden haben in letzter Zeit immer wieder UFOs gesehen. UFOs. Aha. Wir können die Luftwaffe einschalten. Oder ein UFO-Jäger. UFOs bewegen sich per Definition am Himmel und für den bin ich nicht zuständig. Das war's für euren Heli. Sicher nicht. Selbst wenn es Außerirdische gibt, verirren sie sich bestimmt nicht hierher. Holstein-Schulte. Tag, Lars, na, sind wieder UFOs unterwegs. Okay. Also, wenn du so gut kochst wie ein Auto fährst, heirate ich dich sofort. Ah, Komplimente sind nicht so dein Ding, hm? Aber ist nun mal Fakt, auf einer Skala von 1 bis 10 bist du mindestens eine 9. Eine 9 und eine 0, wie soll das gut gehen? Tag, Lars, mal immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wa? Das Opfer hat Striemen an den Armen und im Gesicht und eine Wunde am Kopf. Tatzeit zwischen 8 und 9 Uhr. Ist dieser noch Gerichtsmediziner oder was? Als ich hier um 8 Uhr vorbeigelitten bin, lag der Mann auf jeden Fall noch nicht am Ufer. Sein Name ist Carsten Puhler, 20 Jahre alt, gemeldet ist er bei Daria Thompson, deiner Pflegemutter. Gebürtig aus Berlin, lebt auch schon seit 3 Jahren hier. Berliner? Na, sag ich doch. Letzte Meldeadresse Müllerstraße. Das ist in Wedding. Von mir aus. Auf jeden Fall kenne ich die Thompsons sehr gut und würde da erstmal vorbeireiten und einfach. Nee, lass mal. Das erledigen wir. Aber ein paar Fotos wären gut. Wenn du schon mal da bist. Nicht verwackeln. Danke, Lars. Sei so lieb und ruf Katrin an. Sie soll schon mal was recherchieren. Ein Sturz? Jo, auf den Stein. Immer wieder bewundernswert, diese offene Gesprächskultur, die er hier so betreibt. Woher hat er nur diese Striemen?
Ich sag doch mal. Der Täter treibt Carsten Puhler mit der Gerte vor sich her. Der versucht, die Schläge abzuwehren, stolpert und knallt mit dem Kopf auf den Stein. Müller Boys, eine Gang aus Berlin. Ziemlich kriminell. Meinst du, sein Tod hat was damit zu tun? Hannes, alles in Ordnung? Ja. Jetzt muss ich noch rausstellen, ob es da einen Zusammenhang gibt. So. Der Tod ist in Berlin als Kleinkrimineller aufgefallen. Typ Mitläufer und Depp von Dienst, meint Katrin. Hier hat er in der Marmeladenfabrik Ollerdissen gearbeitet. Jost und Katrin sind schon auf dem Weg zur Pflegemutter. Nach hinten. Ja. Ah, schief! Frau Thompson? Ja? Katrin Christiansen von der Pipo Holstein. Es geht um Carsten Puhler. Ach, hat er was aufgefressen? Ja, wir müssen Ihnen leider was mitteilen. Was ist passiert? Redmacher, guten Tag. Carsten ist das Opfer eines Verbrechens geworden. Was? Ja, Körperverletzung mit Todesfolge, aber wir ermitteln noch. Mein Beileid. Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesehen? Ja, heute Morgen, als er zur Arbeit wollte in die Marmeladenfabrik. Der ist ja immer unterwegs, aber man schläft auch in der Werkstatt, oder? Werkstatt? Darf ich mich da mal umsehen? Ja. Danke. Sie haben Pferde? Nee, das sind nur Unterstellpferde. Mhm. Und? Bringt das was ein? Ja, viel Arbeit. Danke. Haben Sie denn eine Ahnung, wer das getan haben könnte? Was weiß ich, was Carsten alles getrieben hat. Fragen Sie besser seinen nichtsnutzigen Freund, den Nils Hansen. Die beiden haben immer zusammengesteckt. Entweder gebastelt oder gestritten. Gestritten? Warum? Was weiß ich. Und warum ist Nils Hansen ein Nichtsnutz? Weil er einen schlechten Einfluss auf meinen Jungen hatte. Hatte Carsten denn noch Kontakt nach Berlin? Berlin? Ja, in den ersten Jahren nicht, aber in letzter Zeit ist er öfter da gewesen. Ich glaube so vor 3 Wochen zuletzt. Aha. Keine Ahnung warum. Sie haben Carsten ja als Pflegekind zu sich genommen. Wieso? Kannten Sie seine Eltern? Nee. Irgendjemand muss das doch machen. Die Mutter ist tot, der Vater ist im Gefängnis. Er ist ja auch nicht mein erstes Pflegekind. Und Pflegekinder sind nicht immer einfach. Gab's mit Carsten denn Probleme? Probleme? Na klar, jede Menge. Welches von den vielen meinen Sie denn? Guten Tag. Ich bin entzückt. Jette Jessen, Kripo Holstein.
Bitte entschuldigen Sie meine spontane Begeisterung. Aber damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, dass man mir gesagt hat, dass die Kripo vorbeischaut. Alles Schulte, Tag, wir sind wegen Carsten Kuhler hier. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, ich weiß. Schrecklich. Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesehen? Vor 3-4 Wochen. Danach hat er hier ja nicht mehr gearbeitet. Ach, das wussten Sie nicht. Carsten war ein toller Techniker. Er konnte fast jedes Problem an unseren Maschinen beheben, wenn er da war. Sie haben ihn also gefeuert, weil er unzuverlässig war? Total unzuverlässig. Carstens Pflegemutter war bei mir und hat versucht, ein gutes Wort für ihn einzulegen, aber es hatte einfach keinen Zweck. Züchtet übrigens hervorragende Erdbeeren, die Frau. Sie reiten? Ja, wenn ich die Zeit finde. Carsten Puhler war vorbestraft. Hat er jemand was geklaut? Hier darf jeder so viel Marmelade mitnehmen, wie er tragen kann. Aber geklaut? Nein. Gab es sonst irgendwelche Auffälligkeiten, Probleme? Er war halt ein typischer Berliner. Wie meinen Sie das? Naja, sagen wir mal so, die Hauptstädte haben die Höflichkeit ja nicht gerade erfunden. Ach nee. Vielen Dank, Herr Ollersen. Falls Ihnen noch was einfällt, rufen Sie uns bitte an. Ganz bestimmt. Und bitte nehmen Sie doch ein paar Gläser Marmelade mit für Ihre Familie. Oder sind Sie gar nicht verheiratet? Keineswegs. Frau Jessen ist noch zu haben. Ich bin entzückt. Deine Komplimente sind natürlich viel besser. Da bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher. So zuckersüß hast du mich auf jeden Fall noch nie angelächelt. Eifersüchtig? Ich kann dich beruhigen. Das war ein rein dienstliches Lächeln. Rein dienstlich. Ich kenne die Frauen Goldlöckchen. Und ich kenne den Unterschied zwischen einem dienstlichen und einem ernst gemeinten Lächeln. Auf jeden Fall wird sich Ollersen bestimmt nicht telefonisch bei uns melden. Jede Wette, der steht bald bei uns auf der Matte. Egal, wie dürftig seine Informationen sind. Warum ist die Katze aus dem Haus? Nee. Ich hab auch was getan. Ihr hattet recht. Die Striemen auf dem Opfer stammen eindeutig von einer Reitgerte. Todesursache war der Sturz auf den Stein. Die KTU hat noch nichts Verwertbares, aber den Abschlussbericht gibt's wahrscheinlich morgen früh. Nils Hansen ist nicht zu Hause und an sein Handy geht er auch nicht. Luftholen, Katrin. Ja, gleich. Jost ist immer noch in der Werkstatt von Carsten Puhler. Er hat kein Handy und auch keinen Laptop gefunden. Ich bin aber am Provider dran, um die Handy- und die Internetdaten rauszubekommen. Handy weg, Laptop weg. Was hatte er, was jemand anderes haben wollte? Und worum ging es bei dem Treffen am See? Täter und Opfer werden sich wohl kaum zufällig dort getroffen haben. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber was wir wissen ist, der Täter hatte eine Gerte dabei und er wollte bzw. hat seinem Opfer Schmerzen zugefügt. Wenn wir dabei an Puhlers Berliner Vergangenheit denken, dann könnte es sich auch um organisiertes Verbrechen handeln. Wir müssen wahrscheinlich nur eins und eins zusammenzählen. Eins und eins. Ganz klar, ja? Wir wissen doch noch gar nichts. Überhaupt nichts. Es war eine Hypothese. Ist der Bericht aus Berlin schon da? Mit wem hast du telefoniert in Berlin? Zielke? Zielke! Wie in der Kantine, wa? Ja, du mal hoch. Du, pass auf, ich weiß Dinge über dich. Wenn die rauskommen, landest du auch am Arsch der Welt. Genau. Ja, deshalb schlägt dir in Sachen Bericht ein beschleunigtes Verfahren vor. Richtig. Over and out. Arsch der Welt? Ja, ist doch so. Thank you.
Sein Tod, der hat doch bestimmt mit Berlin zu tun, oder? Was meinen Sie? Was ist das denn? Schulte, Grippe Holstein? Hannes? Hm? Also erstens hat das Opfer in seiner Werkstatt vermutlich diese ominösen UFOs gebaut, bei denen es sich eigentlich um ferngesteuerte Flying Eyes handelt. Und zweitens werde ich gerade von so einem Flying Eye beobachtet. Korrigiere. Wurde beobachtet, das Ding dreht ab. Ich will wissen, wer das Ding steuert. Wir müssen dranbleiben, egal wie. Ich hab da eine Idee. Hey, Lars! Hinterher! Das Ding! Ja! Ich glaube, den kriegen wir. Anstellen, wenn Kamera und Reichweite stimmen. Männerspielzeug. Also, ich finde die Dinger echt cool. Oh. Eine E-Mail aus Berlin. Bla bla bla, langweilig, langweilig. Oh, hier. Aktuelle Observierungsfotos. Scheiße. Sag ich doch, Männerspielzeug. Ist aber eine ausgewachsene Drohne, absolutes Hightech. Mit der HD-Kamera kannst du aus über 2 Kilometern Entfernung einen Personalausweis lesen. Ich dachte, sowas gibt's nur beim Militär. Das kannst du alles im Internet bestellen. Dinger machen locker 50 Sachen und haben eine enorme Reichweite. Hier, darüber werden die gesteuert. Cool. Als würdest du im Cockpit sitzen. Mit Spock und Captain Kirk. Nils Hansen ist im Verhörraum. Was haben wir über ihn? Fischersohn aus Neustadt in Holstein und kein unbeschriebenes Blatt. Hat sein Vater mal ziemlich verprügelt. Die Nase gebrochen, 2 Finger. Muss richtig ausgerastet sein. Dazu BTM-Delikte, Kiffen, Saufen und Fahren ohne Führerschein. Ah, ja. Lassen Sie mich raten. Spaghetti essen. Oh, vom Marmeladenbaron. Neidisch. Auf halb aller Wissen. Danke. Ganz sicher. Willst du dir nicht vielleicht noch die oberen beiden Knöpfe aufmachen oder passen Fischersohn nicht so ganz in dein Beuteschema? Was wird denn das hier? Ich sperrte mich gleich in die Folterkammer, weil ich ein bisschen mit dem Flieger unterwegs war. Oh. Sie sind ein Freund von Carsten Fuller? Ja, Carsten ist ein Kumpel, ja. Es tut mir leid, er war ein Kumpel. Er wurde getötet. Warum sind Sie vor unserem Kollegen weggerannt? Ich dachte, er war hinter mir her, weil ich mich mit dem Flying Eye in den Luftraum verletze. Oder ich kann nicht ahnen, dass Carsten tot ist. Ihr wart in Berlin. Was wolltet ihr von diesem Typen? Dann machen wir gefragt. Klar. Es ist einer der bekanntesten Lieder der Hauptstadt. Und ihr fragt ganz zufällig nach dem Weg. Wir haben ein bisschen Gas gekauft. Eigenbedarf. War es vielleicht ein bisschen mehr als Eigenbedarf? Gab's Probleme mit dem Dealer? Hatte Carsten Schulden? Ich wollte auch gar nicht nach Berlin. Ich wollte das Zeug auch nicht kaufen. Carsten wollte. Keine Ahnung, wo der noch drin gesteckt hat.
Ja, da waren zwei Typen. Vorgestern. In der Werkstatt. Wie haben die ausgesehen? Einer so Glatze, komischer Bart, Ledermantel. Der andere war blondiert, also blondiert. Motorradstiefel und so ein T-Shirt. Biker? Kann schon sein, dass das Biker gewesen sind. Mensch, was gibt's denn? Ich war gestern Abend zu Hause, allein. Interessant, und deshalb rufst du mich hier raus. Ich habe Fernsehen geguckt, einen Krimi. Ja, wer war der Mörder? Lass mich doch mal ausreden. Okay, also. Wo warst du denn gestern Abend? Gestern Abend? Zu Hause. Allein? Ja, leider. Warum? Brauch ich ein Alibi? Weiß nicht, brauchst du eins? Fernsehen geguckt. Krimi. Wirklich? Du, ist schon komisch. In dem Krimi haben exakt die beiden finsteren Typen mitgespielt, die er bei Carsten gesehen hat. Vielleicht rutscht mir da einmal gerade was durcheinander. Ja, da waren zwei Typen. Wenn das nicht stimmt, ist das eine strafrechtlich relevante Falschaussage. Warum bist du noch das Gegenteil? Du bist manchmal ziemlich impulsiv und aggressiv, stimmt's? Ah, die Sache mit meinem Vater. Mein Vater ist ein Arschloch. Aber was weißt denn du schon davon? Vielleicht war Carsten ja auch ein Arschloch. Du laberst da eine Scheiße, ey. Du laberst Scheiße. Ich bin nach Hause. Erinnert dich an deine eigene Jugend, oder? Wedding. Straßengangs. Woher weißt du das? Glaubst du wirklich, du bist so schwer zu durchschauen? Ich habe so sehr gehofft, dass 1&1 einfach mal nicht 2 erhebt und der Junge nicht in irgendwelche Drogengeschäfte verwickelt ist. Warum erfindet er die Story mit diesen finsteren Typen? Weil er von etwas ablenken will. Also du denkst, er hat's getan? Schon möglich, aber warum? Dann checken wir ihn. Finanzielle Verhältnisse, ärztliche Gutachtenzeugnisse, Zahnpastasorte, einfach alles. Frag mal unseren Berliner, der ist schon in den Feierabend gedüst. Ach ja, hätte sie ja ruhig mal verabschieden können. Vielleicht hat er es eilig. Na und? Tschüss sagen wäre ja wohl drin gewesen. Komm, jetzt sei mal nicht so streng. Was ist denn mit dir los? Stehst du etwa auf seinen Macho-Charme? Nein, aber er ist doch erst seit ein paar Wochen hier. Genau. Und gerade deshalb sollte er besonders darauf achten, was er sagt und wie er es sagt. Wahrscheinlich rennt er gerade wie ein Irrer den Strand rauf und runter und überlegt, wie er sich und uns von Nils Hansens Unschuld überzeugen kann. Seine Berliner Schnauze wird ihm dann nicht helfen. Jetzt sei mal nicht unfair. Das hat doch nichts mit Fairness zu tun. Aber Nils Hansen ist doch nicht automatisch ein Opfer, nur weil er eine schwere Kindheit hatte. Ja, aber er ist doch auch nicht automatisch ein Täter und das ist doch das Gute an ihm. Er setzt sich für die Menschen ein und stempelt sie nicht ab. Ja, aber doch nur, weil der ihn an sich selbst erinnert. Okay, Leute, er hatte nicht den elegantesten Start bei uns. Aber er macht seinen Job mit Leidenschaft. Und das bewundere ich. Ja, na schön. Du hast ja recht, aber er macht mich wahnsinnig. Er kann so anstrengend sein. Ich kann dir nicht vorstellen. Ich weiß. Und deshalb machen wir es jetzt nicht wie unser Chef und gehen schön ein Trinken. Oh ja. Hier, der abschließende KTU-Bericht. Leider gab es keine verwertbaren Spuren am Tatort oder Leiche. Das heißt, wir haben weiterhin so ziemlich nichts. Doch. Ich habe nämlich endlich die Zugangsdaten zu Carsten Pulers diversen Accounts. Und ich habe da etwas sehr Interessantes gefunden. Moin. Moin. DT. Daya Thompson. Was willst du denn damit? Für mehr Disziplin sorgen? Träum weiter.
Carsten Pula hat alles zu Geld gemacht, was er auf dem Hof finden konnte. Und nicht nur das. Er hat die Unterschrift seiner Pflegemutter gefälscht und somit versucht, sich Geld von ihrem Konto zu besorgen. Tja, aber uns hat sie davon nichts erzählt. Vielleicht hat sie nichts davon gewusst? Nein, das kann leider nicht sein. Die Bank hat Verdacht geschöpft und sie darüber informiert. So, auf geht's, Jus. Der Junge ist ja noch nicht mal unter der Erde und da soll ich ihn in ein schlechtes Licht rücken. Wenn er schon in schlechtem Licht steht, muss ihn niemand mehr dahin rücken. Er ist kein schlechter Mensch. Er war nur schwierig. Wenn Sie das alles so locker sehen, warum haben Sie es uns dann verschwiegen? Ich habe Ihnen nichts verschwiegen. Ich habe das nur vergessen. Ich musste an so viel denken. Ich habe den Pfarrer angerufen, das Jugendamt, das Beerdigungsinstitut. Mein Gott, an dem See, wo Sie den Jungen gefunden haben, da... Da waren wir früher öfter schwimmen. Das Er hat sie beklaut, ihre Unterschrift gefälscht. Bei aller Liebe. Und das macht sie nicht wütend? Ach, kommen Sie, in welcher Familie geht's denn nicht mal drunter und drüber? So viel bedingungslose Liebe. Das glaube ich der nicht. Was ist denn an bedingungsloser Liebe so unglaubwürdig? Pass auf! Eigenbedarf? Sieht mir wohl eher aus nach einer Familienpackung, hm? Ich habe ihn durchleuchtet. Nils Hansen hat uns nach Strich und Faden belogen. Tja, das reicht dann wohl für eine Wohnungsdurchsuchung. Los, kümmerst du dich bitte darum? Ich würde trotzdem gerne noch mal einen genaueren Blick auf die Pflegemutter werfen. Katrin glaubt nicht an ihre bedingungslose Liebe. Glauben tröstet, Wissen bringt weiter. Jedenfalls führen die doch Fallakten über die Pflegekinder im Jugendamt. Ich spreche noch mal mit denen. Kann ja nicht schaden. Und du bestellst sie im Taxi mit Kindersicherung und Blaulicht. Sehnsucht, dass du mich extra mit Blaulicht herbringen lässt? Ich stehe nicht auf kleine Jungs. Aber ich auf ältere Frauen. Willst du mich jetzt schlagen? Ist das Ihr erster Gedanke beim Anblick einer Gerte? Schlagen. Was sonst? Setzen Sie sich. Sie haben ein Jahr als Stallbursch auf einem Gestüt gearbeitet. Sie können mit deiner Gerte umgehen, oder? Ja, dafür braucht man aber auch kein Abitur. Mein Vater hat mich mit so einem Ding immer verprügelt. Sie hätten ihn anzeigen können. Stattdessen haben sie zurückgeschlagen. Ja. Siehst du, jetzt ist es doch passiert. Erst nimmt Hannes den Jungen in Schutz und nun sitzt er als Hauptverdächtiger in der Vernehmung. Na, wenigstens hat er Jette die Vernehmung überlassen. Ja, besser ist das. Dem wäre bestimmt der Kragen geplatzt, jetzt wo er falsch liegt. Stimmt. Naja, kann ja nicht jeder so ein Täterflüsterer sein wie du. Mensch, Herr Ballerwissen, hatte gar keine Blumen dabei. Ich sag Ihnen was, Herr Schulte. Einmal Blumen, das ist charmant. Zweimal Blumen, das ist ordinär. Was Sie nicht sagen. Und was verschafft uns die Ehre Ihres Besuchs? Mir ist noch was eingefallen. Na, so ein Zufall und was? Das würde ich Frau Jessen gern persönlich sagen. Darauf hätte ich jetzt meinen ordinären Arsch verwettet. Da müssen Sie sich aber noch einen Moment gedulden. Frau Jessen ist gerade in einer Vernehmung. Sie können sich aber gerne so lange hier setzen. Kann aber ein bisschen was dauern. Oh, ich würde mich schon nicht langweilen. Nein, ganz sicher nicht. Das haben wir bei Carsten Pula gefunden. Ich wette, da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Wenn das Eigenbedarf ist, dann müsste über Neustadt eigentlich eine permanente Cannabis-Glocke hängen. Sie haben das Zeug in Berlin besorgt und hier verdient. Carsten immer mit seinem Berlin. Hier ein Deal, da was klar machen. Sie geben also zu, damit gedient zu haben? Ein bisschen. Und das Geld? War nicht viel. Haben wir geteilt. Eine große Menge haben wir selbst weggekifft. Macht ziemlich Laune, wenn man mit dem Flying High unterwegs ist. Also mich wundert ja, dass Sie damit so wenig Geld verdient haben wollen. Sie haben nämlich gestern um 11.14 Uhr, ein paar Stunden nach der Tat, 2.000 Euro in bar bei Ihrer Bank eingezahlt.
Um den Gerichtsvollzieher zu besänftigen. Ja, das ist ja wohl keine Straftat, oder? Woher hatten Sie so plötzlich 2000 Euro? Gejobbt. So. Gejobbt. Ich glaube ja, Sie haben Ihren Anteil an den Drogengeldern aus Ihrem Kumpel Carsten Puller rausgeprügelt, weil der nicht freiwillig zahlen wollte. Hab ich nicht. Carsten war ein Freund. Wo waren Sie gestern Morgen gegen 8:30? Um 8:30. Da habe ich ein Alibi. Da war der Gerichtsvollzieher bei mir. Sonst hätte ich nie im Leben 2000 Euro überwiesen. Und das fällt Ihnen jetzt ein? Du hast ja nicht gefragt. Wir checken das. Also wenn das Alibi stimmt, frage ich mich, warum er diese beiden ominösen Gestalten erfunden hat. Ach übrigens, du hast Besuch. Privat? Niemand stimmt. Wirklich toll, wenn man alles so durchschaut. Ich bin schon dankbar, wenn Technik einfach funktioniert. Ach, das ist doch halb so wild. Dafür kennen Sie sich eben gut mit Marmelade aus. Wahrscheinlich haben Sie recht. Dürfte ich denn auf Sie zurückkommen, wenn ich mal wieder ein Problem mit meinem Computer habe? Natürlich nur, wenn Sie Zeit haben. Nein. Wie bitte? Frau Christiansen hat keine Zeit. Nie. Aha, verstehe. Frau Jessen, wie schön, Sie wiederzusehen. Ich habe was mitgebracht für das ganze Team. Danke. Sie sind extra gekommen, um uns ein bisschen Marmelade ums Maul zu schmieren. Ich war heute früh bei der Dame vom Rechnungswesen. Carstens Pflegemutter hatte mal schriftlich nachgefragt, ob wir sein Gehalt nicht an Sie überweisen können. Sowas geht natürlich nicht. Dann war sie persönlich bei uns und hat gejammert, dass der Junge alles verjubelt. Ist das alles? Ja, das ist alles. Da ist doch noch was. Ach, wissen Sie, das ist nur ein Gerücht. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Wiedersehen. Schönen Gruß an Ihre Frau. Also dann. Frau? Weiß doch jeder, dass er verheiratet ist. So, die hier haben wir bei Nils Hansen in der Wohnung gefunden. Jede Menge Filme auf DVD. Vermutlich mit dem Flying Eye gefilmt. Die müssen gecheckt werden. Wer weiß, was die beiden gefilmt haben. Katrin, hast du was über Daria Thomson rausgefunden? Ja, genug, um mal ein ernstes Wort mit ihr zu reden. Kein Spaß, Sie immer wieder zu belästigen. Aber Sie machen es uns auch wirklich nicht leicht. Keine Ahnung, wovon Sie die ganze Zeit reden. Im Kern rede ich von einem der ganz großen Themen der Menschheit, Frau Thomson. Nämlich von der Liebe. Aha. Wenn Sie meinen, dass das hierher gehört, bitte. Nehmen Sie doch bitte Platz. So. Der Gerichtsvollzieher hat das Alibi von Nils Hansen bestätigt. Katrin checkt die Videos, hat aber noch nichts Aufregendes gefunden. Sie haben uns von Ihrer bedingungslosen Liebe zu Ihren Pflegekindern erzählt. Die Unterlagen vom Jugendamt sprechen da aber eine ganz andere Sprache. Die Sprache, die die da auf dem Amt sprechen, die habe ich noch nie verstanden. Dann übersetze ich das mal. Sie haben immer wieder Anträge auf zusätzliche Zahlungen für Ihre Pflegekinder gestellt. Zuschüsse, Kostenbeteiligung, Kostenübernahmen. Allerdings ist die Liebe zu Ihren Pflegekindern immer genau dann erloschen, wenn kein Geld mehr floss. Das ist doch Quatsch. Und im Gegensatz zu Ihren anderen Kindern wollte Carsten einfach nicht ausziehen. Stattdessen lag er Ihnen weiter auf der Tasche und das Amt wollte keine weiteren Kosten für ihn tragen. Das ist ein Blödsinn. Ich habe die Kinder noch nicht zu mir genommen, um damit Geld zu verdienen. Aber Vater Staat kann ruhig mal ein bisschen was locker machen, wenn Mutter Thomson sich um seine verlorenen Kinder kümmert, oder? Lass mir das mal so stehen. Aber wir müssen noch über ein Gerücht reden, das über Sie in Umlauf ist. Es musste ja kommen. Dann frage ich Sie ganz direkt. Haben Sie vor 7 Jahren Ihr Pflegekind Thomas Fossen mit einer Reitgerte geschlagen und misshandelt? Nein. Tommy hat sich selbst verletzt und ist auf mich geschoben. Weil er von mir weg musste und weil er mitbekommen hat, dass ein neues Pflegekind zu mir kommt. Das habe ich damals auch alles Ihren Kollegen erzählt. Und es ist auch nie zu einer Anzeige gekommen.
Da steht auch alles da in Ihren Akten. Wissen Sie, es gibt immer zwei Wahrheiten. Und jeder kann sich für eine entscheiden. Und ich habe mich entschieden, diese verlorenen Kinder zu lieben. Trotzdem zu lieben. Wenn ich Sie so anschaue, dann sehe ich, dass Sie genau wissen, was das heißt. Trotzdem lieben. Die DVDs sind unverdächtig. Dumme Jungsstreicher, FKK-Strände, bisschen Top-Gun-Gehabe. Die haben sich eben ausgetobt. Ja, austoben spart den Psychoglimpner. Na, du musst es ja wissen. Ja, da gibt es aber trotzdem noch was. Und zwar die Koordinaten auf dem GPS-Chip des Flying Eye. Ich kann jeder DVD bestimmte gespeicherte Flugdaten auf dem Chip zuordnen. Das ist wie so eine Art Flugschreiber. Außerdem waren die Jungs beim Archivieren der DVDs ziemliche Spießer. Ja, mach's nicht so spannend. Ja. Fünf Flüge, die auf dem Chip gespeichert sind, sind auf keiner der DVDs zu sehen. Sie waren immer am späten Nachmittag und folgten immer denselben Koordinaten. Komm mal rüber. Das Flying Eye ist hier gestartet, in diese Richtung geflogen und ist dann dort mehrfach gekreist. Keine hohe See? Und kein FKK. Nein, aber die Marmeladenfabrik von Falk Ullerdissen. Von dort aus ging es dann immer an diesen Küstenabschnitt. Haus Nummer 3, Dünenweg. Ein Wochenendhaus der Ullerdissens. Und warum ist Carsten Puhler von der Marmeladenfabrik immer zu einem Wochenendhaus geflogen? Wenn ich an das Popöchen seiner Sekretärin denke und an die Blumen für dich und das ganze Getue, gehe ich jede Wette ein, dass Ullerdissen in dem Wochenendhaus seine Sekretärin tiefer gelegt hat. Und Carsten Puhler hat ihn wahrscheinlich damit erpresst. Ich weiß ja um Ihr schlichtes Gemüt, Herr Schulte, aber tiefer gelegt. Mein Kollege hat Ihnen eine Frage gestellt. Nein, ich habe keine Affäre mit meiner Sekretärin. Und einen Mord habe ich auch nicht begangen. Komisch. Bei unserer letzten Begegnung hatte ich den Eindruck, dass Sie nichts unversucht lassen beim anderen Geschlecht. Im Gegensatz zu Ihnen, junge Frau, bin ich glücklich verheiratet. Ich habe keine Veranlassung, meine Frau zu betrügen oder einen Mord zu begehen. Die Marmeladenfabrik gehört Ihrer Frau. Sie haben den Namen angenommen. Sie sind hier nur Geschäftsführer. Wissen Sie was? Ich bin sehr gerne nur Geschäftsführer. Sie haben viel zu verlieren. Wann, sagten Sie, wurde er ermordet? Zwischen 8 und 9? Bedauere, da war ich in einem Diktat mit meiner Sekretärin. Ja, ist klar. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Sie vergessen das Ganze schnell wieder. Dann werde ich es auch vergessen und nicht meine Anwälte einschalten. Ich gebe Ihnen auch einen Rat. Sie nehmen in den nächsten 5 Sekunden Ihre Hand von mir, dann werde ich Ihren Arm nicht auskugeln. 4, 3, 2... Tut mir leid. Ich muss dann wieder die Arbeit. 4, 3, 2... Was für interessante Abgründe sich doch immer wieder bei dir auftun. Ohne die Filme von Carsten Puhler haben wir nicht die geringsten Beweise. Wir waren wahrscheinlich auf dem verschwundenen Laptop oder auf dem Handy. Bei Nils waren auch keine Filme mehr. Wieso bei Nils? Die haben doch alles zusammen gemacht. Ja, verdammt, das ist es. Na, ist doch ziemlich unwahrscheinlich, dass Nils nichts von der Erpressung und von den Aufnahmen wusste. Ja, und warum hat er uns nichts davon erzählt? Genau. Er hätte den Mord an seinem Freund aufklären können. Stattdessen legt er falsche Spuren, erfindet ominöse Gestalten. Dafür kann es nur einen Grund geben. Er will Ullerdissen weiter erpressen. Geht nicht ran. Kannst du ihn tracken? Klar kann ich das. Klar kannst du das. Hatten wir telefoniert? Und worum geht es genau? Ich habe das Ganze nicht verstanden. Heute ohne Reitgerte? Sag mal, hat Ihnen das eigentlich Spaß gemacht, Carsten auszupeitschen, bevor Sie ihm den Rest gegeben haben? Was soll ich getan haben? Ich hätte einfach nur bezahlen sollen. Ich habe bezahlt. 5.000. Das reicht hinten und vorne nicht. Können Sie locker noch mal eine Null ranhängen? Ich könnte wetten, dass Nils Hansen die Idee zu der ganzen Scheiße hatte. Die Droge in Berlin, die Erpressung. Er hat Carsten Puhler dazu angestiftet. Und der hat sich vor den Karren spannen lassen. Wettest du das oder hoffst du das? Ich hab ihn. Das ist doch in der Nähe vom Tatort. Das ist der Funkmast im Wald. Warum sollte ich bezahlen? Du hast doch überhaupt keine Beweise. Tut's für uns jetzt, ja? Okay.
Na gut. Also Falk, wenn das so ist... Schön die Zunge hin, was? Musst du eigentlich bezahlen oder macht es dir umsonst, weil sie Angst um ihren Job hat? Jetzt hörst du gar nichts mehr, du kleines Arschloch. Hast du wirklich nur diese eine Aufnahme? Wenn es mehr davon gibt, finde ich die auch noch. Ich mach gar nichts. Du hast dich hier an einem Baum aufgehängt. Genau da, wo dein Kumpel gestorben ist. Komm hoch, verdammt! Komm hoch! Komm hoch! Vielleicht aus Reue, vielleicht aus irgendeinem anderen Grund. Das weiß ich. Damit kommst du nicht durch. Weißt du was? Das muss dich nicht mehr kümmern. Loslassen! Ich wollte ihn nicht töten. Ich hatte doch bezahlt, aber die wollten immer mehr. Er ist gestürzt. Und die Schlinge sollte wohl eine hübsche Halskette werden, was? Ein sehr berühmtes Geschenke? Du wirst die auch noch verantworten müssen, Freundchen. Schwere Erpressung, Drogengeschäfte. Und kommt bloß nicht auf die Idee, das alles wieder deinen toten Kumpel in die Schuhe zu schieben. Das ist so super, das Teil. Sowas könnten wir auch gebrauchen. Wir haben noch was viel Besseres. Was, Hannes? An unsere Dörte kommt nichts ran. Jetzt vergiss mal den Fall und deine Ghetto-Herkunft und trink was. Wenn ich früher traurig war, hat mich meine Mama immer ganz doll in den Arm genommen. So? Vier, drei, zwei. Ja, ist ja schon.